Hallo Freunde der Nacht, da bin ich wieder, euer Zahadum mit einer neuen Folge Age of Wonders Planetfall. In der letzten Runde hat er uns Amazonien hier den Krieg erklärt. Das sind die hier drüben. Und da müssen wir mal schauen, ob die mit Einheiten kommen. Aber wir haben jetzt hier noch ein paar Aufgaben zu erledigen. Und zwar können wir unserem Kommandanten ein paar Skillpunkte geben. 5% mehr Treffsicherheit, kostet 6 Skillpunkte und Crit-Chance. Wir hatten den ja bisher. Was haben wir den gegeben? Achso, hier Infanterie, leichte Einheiten. Ne, warte mal. Hä? Wo sieht man das? Erlernt, ja. Ah ja, Kommandant der Infanterie. Dass leichte Bodeneinheiten mehr Schaden verursachen. Und der hat zurzeit auch fast nur leichte Bodeneinheiten drin. Was haben wir hier noch irgendetwas, was wir denen da geben können in diese Richtung? Kommandant der Luftfahrt, Kommandant der Bodenstreitkräfte, alle schweren Bodeneinheiten. Also für leichte Bodeneinheiten haben wir jetzt hier nichts mehr, so wie ich das sehe. Das wäre nicht schlecht, Vitalität einfach mal noch ein bisschen zu erhöhen. Nehmen wir das mal mit rein. Sporenfutter. Der Held umgibt seine Armee mit Sporen, die sich von Tötungen seiner Einheit ernähren, um deren Treffpunkte wiederherzustellen. Biologische und Cyborg-Einheiten in der Armee des Helden erhalten 15 HP zurück, wenn sie im Umkreis von drei Feldern eine biologische oder Cyborg-Einheit töten. Dies funktioniert nur, wenn der Held der Kommandant dieser Armee ist. Geben wir dem das hier noch mehr AP. So. Die Armee haben wir bewegt. Gehen wir zum nächsten. Das ist unsere neue Armee hier. Da haben wir hier, harren wir erstmal aus. Die Siedler lassen wir. Na, wobei, wir können ja mal gen Süden mit den Siedlern vorangehen und auch wieder Armee. Und dann im Süden noch eine Stadt zu gründen. Ziehen die zusammen. Das sind Siedler geschützt. Die Armee muss man ja vorsichtig vorgehen, weil wir wissen nie, ob die hier mit Truppen am Start sind. Wir hatten hier einen Beobachtungsposten gebaut. Marodeure, eine 340er Armee. Die kann uns nichts entgegensetzen. Kann man automatisch einen Kampf machen. Haben nur ein bisschen HP hier an den M1 Wilden verloren. 74 Energie bekommen wir, sehr schön. Nest. Ist das ein Nest? Ja, Wildtiernest. Können wir nächste Runde angreifen. Und wir können hier unseren Helden auch noch aufwerten. Stufe 2 Held.
Der ist schon nicht ganz so der Fernkampf-Spezialist. Das ist mehr so ein Medium-Range-Typ. Hat aber auch nur leichte Einheiten unten drin. Dadurch, dass der halt. Na komm, wir geben dem Vitalität mal mit. Einfach weil er halt näher ran muss. Und unsere sind die warm unten und ihre Gebiete, ihre Kolonien. Fliegen wir mal an der Grenze entlang und decken da noch ein bisschen was auf. Operations primed and ready. Das Belly brauchen jetzt nix. Hier unten müssen wir noch die Quest abschließen. 6 autonome Einheiten müssen getötet werden. Machen, dass wir davon kommen. Treffen die Assembly. Seid gegrüßt vielleicht. Die Assembly werden deine Gedanken hören. Lege sie uns dar. Wir werden ihre Bedeutung entschlüsseln und entsprechend antworten. Schön euch zu sehen. Forderung der autonomen Fraktion. Das sind unsere Roboterfreunde. Ein bisschen Kosmet haben wir genügend, 125 eingelagert, die können wir dann geben. 10 Kosmet. Ist eine Forschung fertig geworden. Phonix kann einen neuen Sektor einschließen. Was Tolles haben wir da jetzt nicht unbedingt mehr. Könnt ihr überlegen, hier oben die Küstenregion einzuschließen, weil wir müssen irgendwann auch mal ein paar Schiffe bauen. Phantomberge eher weniger, weil das könnte man am Rimsko geben. Hier unten ist alles nichts Besonderes. Aber das hier oben auch nicht. Schwierig. Mit dem Siedler gehen wir ja nach Süden, um da noch eine Stadt zu gründen. Machen wir das. Wir werden hier oben einfach mal diese Basis da anschließen. Dass wir eine Flottenbasis haben. Da werden wir mal den Speer noch produzieren. Den
auch noch vorziehen, wobei, ne, die kennen meine Pilot, der Anlage ist ja gleich fertig. Und hatten wir hier nicht eigentlich? Ja genau, hier hatten wir doch einen Speer gebaut, ne? Ja. Dann werden wir uns da oben mal den Sektor unter den Nagel reißen. Wir wollten ja mit dem Speer eigentlich hier die Ostküste ein bisschen erkunden. Dann können wir hier den Speer rausnehmen. So. Production ready! Da können wir noch ein bisschen weiter produzieren. Operations Brandon ready. Casus Belli, den wir da noch in der Hinterhand haben. Und es wurde eine neue Forschung. We know there's a mole in the organization, so we'll be monitoring all of your communications and tracking all of your movements. Please object. It will confirm our suspicions of you. Dustin Banks, Financial Security Services. Gegenoperation. Wir wissen, dass sich ein Maulwurf in unsere Organisation eingeschlichen hat. Deshalb überwachen wir all deine Kommunikationskanäle und Bewegungen. Bitte lege deine Schwerte ein, das würde unseren Verdacht nur bestätigen. Dustin Banks, Finanzsicherungsdienstleistungen. Mhm, Operationsbekämpfung, ja, nicht schlecht. Interne Säuberung. Geheimoperation. Okay. Ein geheimer Staat, das ist eine Doktrinoperation. Eine geheime Abteilung wurde mit der Aufgabe beauftragt, jegliche mögliche Bedrohung für deine Bevölkerung und Territorien zu verhindern. Du hast plus 4 operative Verteidigung. Nicht schlecht. Wieso haben wir ja 0 von 3 Doktrin? Plötzlich komme ich ein kleines Kleckern. Achso, ja, nee, doch. Wir haben schon welche am Start. So meinen die das ja. Wir haben jetzt nichts mehr frei. Denke ich doch mal, ne? Wir schauen das halt gleich nochmal nach. Ja, das sind die Doktrinen, die hier gerade eben am Start sind. Ja, wir können zurzeit halt einfach keine neue Doktrin uns leisten, weil kein Doktrinplatz frei ist. Aber wir können ja eine neue Forschung auswählen und vielleicht gibt es dann einen neuen Doktrinplatz. Jawohl, hier hinten. Das kostet 6 Runden. Haben wir noch irgendwas, wo wir unsere Forschung ein bisschen nach vorn bringen können? Ruinenbewirtschaftung. Das wäre noch was hier. Das würde nur 4 Runden dauern. Ruinenbewirtschaftung. Das würde uns ein bisschen Forschung bringen. Dann nehmen wir das mal. Bevor wir mit der Armee nach Süden marschieren, werden wir erst nochmal mit unserer First Class Armee, nehmen wir sie mal. Die müssen wir hier aus dem Weg räumen. 436, das ist halt nichts. Eingeweihter. Die machen wir alle. Ohne Verluste. Sehr gut. Außer Überlegenheit, ne? Abgestoßen Forschungsschiff. Das klingt ja nicht schlecht. Forschungspunkte. Die Überreste dieses Forschungsschiffs enthalten intakte Datenpads. Leider sind darauf keine Informationen über die Mission des Schiffs, die Mannschaft oder den Grund des Absturzes zu finden. Wir nehmen dich nichtsdestotrotz die 22 Forschungspunkte. Gerade hier unten ist eine freie Fraktion.
bräuchten wir vielleicht gar nicht mehr den Siedler gen Süden ziehen, sondern hätten dann hier direkt eine neue Siedlung am Start. Von daher marschieren wir mit der Armee. Ist halt schwierig, ne? Vielleicht ist es eine große Armee. Wir belassen die zweite Armee auch nur noch mit hier unten, um einfach die hier zu unterstützen. Hier wollten wir die Herbeirufer, das Wildtiernest besiegen. Wow. So sind die so stark hier. 606. Fast ebenbürtig mit unserer Armee. Alles noch Klasse 1 Armee, also Einheiten. Hier haben wir noch eine Klasse 2 Truppe mit dabei. Na gut, wir haben halt auch nur Klasse 1 Leute, ne? Da werden wir den Kampf mal führen. Manueller Kampf. Besser ist's, weil wir wollen keine Einheit verlieren. Also wir versuchen es jedenfalls. Was haben die jetzt automatisch bekommen hier? Ach, die hatten, haben Mods drin. Seuchenträger, aha. Fünf Reichweite, wenn ich mich entsinne, ja. Richtig entsinne. Wachszement. Wühlen. Diese Einheit kann sich im taktischen Kampf durch den Boden graben und damit Überwachung aus dem Weg gehen. Nicht schlecht. Ja, 5er Reichweite ist halt nicht wirklich viel. Und diese Grashüpfer hier sind relativ flott unterwegs und die können dann auch noch springen. Wir müssen ein bisschen defensiv agieren. Verteidigungslaser, Überwachung kann der machen. Aha, der kann ringsrum Überwachung machen, auch nicht schlecht. Man könnte auch mal überlegen, wenn man genügend Geld dann mal hat, genügend Energie, wie es hier in dem Game heißt, dass man eine autonome Armee aufstellt. Nicht schlecht, dass man nur einen Autonomen, also diese Roboter hier in einer Truppe hat. Was ist das hier? Zielparameter berechnen. Aha, alle vernetzten Einheiten erhalten ebenfalls diesen Effekt. Genau deshalb, ne, sollte man vielleicht wirklich so eine reine Roboter-Armee da erstellen, weil die sich halt gegenseitig dann auch noch besser unterstützen. Überwachung reinnehmen, halt. Genau. Seuchenkapseln, das ist die Mod, die wir hier unseren Wilden mitgegeben haben. Ich suche gerade die Taste. Ah, hier. Was? Ja. Drehen. In diese Richtung bitte drehen. Sehr schön. Ich bin schon richtig. Den geben wir dann einfach mal noch dieses Schwarmschild mit. Dass die
Einheiten sich ja gegenseitig unterstützen. Und die Truppe tun wir hier. Runde beenden. Operations ready. Die haben überhaupt nichts gemacht. Hm. Das sind ja aber Feiglinge. Nichtsdestotrotz müssen wir die Runde jetzt hier auch schon, also nicht die Runde, sondern die Aufnahme beenden, Leute. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Zahadum zockt Age of Wonders Planetfall. Es geht spannend weiter mit einem Kampf gegen einen fast ebenbürtigen Gegner. Bis dann. Ciao, ciao. Haut da rein.